In diesem Jahr fand erneut der internationale Aktionstag Safer Internet Day statt. Das Thema heute: Online am Limit. In verschiedenen Workshops wird Kindern und Jugendlichen ein bewusster Umgang mit dem Internet beigebracht. Heike Raab ist Staatssekretärin der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz und Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund für Medien und Europa. Sie fordert einen regulierten Umgang mit Medien für Kinder und Jugendliche. Wir brauchen Bildschirmzeiten, das gehört heute dazu. Der digitale Wandel wird die Arbeitswelt, die Bildungswelt, die Universität immer mehr prägen. Und gleichzeitig geht es um das Wohlergehen und die Gesundheit. Dr. Marc-Jan Eumann, Direktor der Medienanstalt, erklärt die Wichtigkeit des Safer Internet Days und der EU-Initiative ClickSafe. 47% der Kinder und Jugendlichen sagen, dass sie zu viel Zeit im Netz verbringen. Das heißt, es ist ihre eigene Wahrnehmung. Und der Safer Internet Day und auch das, was ClickSafe mit der Digital Detox Box anbietet zum Safer Internet Day, soll ein paar Hinweise geben, wie ist eigentlich mein Nutzungsverhalten. Ich möchte, dass Kinder und Jugendliche das Netz nutzen, so wie sie es wollen, aber ich möchte nicht, dass AnbieterInnen Kinder und Jugendliche ausnutzen. Kinder und Jugendliche sollen vor den Gefahren der digitalen Welt geschützt werden. Zum Thema diskutieren SchülerInnen und ExpertInnen über den eigenen Umgang mit sozialen Medien. Mit dabei die Influencerin Liana. Sie zeigt, wie sie ihren digitalen Alltag bewältigt und welche Tipps sie geben kann. Also mein Tipp ist, dass man ganz bewusst Internet, Social Media konsumiert, also dass man sich auch Gedanken macht, wie geht's mir danach. Also das habe ich zum Beispiel häufig. Ich gehe dann irgendwie stundenlang über TikTok und mache das dann aus und auf einmal habe ich so ein krummeliges Gefühl im Bauch, dass man das einfach reflektiert, dass man das auch versteht und dass man sich seine eigenen Zeiten und Grenzen setzt. Also vielleicht nicht direkt morgens ans Handy, vielleicht auch nicht direkt vorm Schlafengehen ans Handy und einfach auch es mal wegpacken. Mal so ein paar Stunden am Tag haben, wo man es mal wegpackt und einfach im Hier und Jetzt ist und es genießt. Auch die SchülerInnen fragen wir, was sie vom heutigen Safer Internet Day mitgenommen haben. Also mitnehmen tue ich auf jeden Fall so eine andere Sicht auf das ganze Thema digitale Medien, auch Social Media. Gerade wenn man TikTok durchscrollt und dann geht es immer weiter und das nächste Video, was einen dann interessiert und das geht halt die ganze Zeit weiter und dass man darauf achten sollte. Insgesamt lief der Aktionstag sehr abwechslungsreich ab. Besonders hervorstechend war die aktive Beteiligung der Kinder und Jugendlichen. Ob jedoch die Maßnahmen wirken, wird sich noch vor ihren Bildschirmen zeigen.